Und hier in Berlin, ah, Kinder, wir überziehen. Hier in Berlin redet zurzeit, ich habe das eben schon mal gesagt, alles von der Funkausstellung, alles spricht von moderner Technik, von viel Fernsehen, von viel Prominenz, die nach Berlin kommt. Ich habe mir zwei Menschen eingeladen, die wirklich arbeiten in diesen 10 Tagen. Harald Peetz. Harald Peetz ist Berliner Taxifahrer. Und Heini Holl. Er ist schon fast eine Institution in Berlin. Er ist Kneipier. Und Kneipe ist für sein Lokal auch keine Beleidigung. Das hat er mir vorher extra gesagt. Harald, zunächst mal zu Ihnen. Merken Sie die Funkausstellung jetzt als Taxifahrer? Merken Sie, da fahren mehr, da gibt es größere Trinkgelder? Ist das zum Beispiel ein Unterschied zur normalen Zeit? Ja, also jetzt geht's los. Die ganzen Leutchen, die da mit aufbauen, die Funkausstellung, sind da. Die müssen hin und her durch den Hotel- und Messegelände. Also jetzt geht's los, auch nachts. Die Prominenten zum Beispiel, er fährt zum großen Teil nachts. Die Prominenten zum Beispiel, kriegt man da mehr Trinkgeld? Nö, also das nicht, nö. Also die sind meistens sehr knauserig. Ah, und meistens haben sie es eilig. Na, also ich kenne da so einen speziellen Herrn aus Lichterfelde, der muss immer Dalli-Dalli zum Flughafen, nicht? Heini, bei Heini Holl trifft sich sowieso immer viel Prominenz, aber während der Funkausstellung noch viel mehr. Spüren Sie den Unterschied, zum Beispiel auch zur Grünen Woche? Ja, also die Grüne Woche hat einen Riesenunterschied. Da sind Stände und da wird viel getrunken und gegessen, also die kommen schon voll an bei mir. Also Funkausstellung ist natürlich viel stärker. Und da gibt es natürlich auch immer wieder Geschichten. Er ist einer der größten Geschichtenerzähler, die ich je erlebt habe. Geschichten, die typisch sind für die Funkausstellung. Ja, wir haben da, ich habe ja noch ein Lokal, die Nolle, und die haben wir aufgebaut, einen riesengroßen Stand. Das ist also auf dem Gelände der Funkausstellung ein Lokal, das dann extra dafür aufgebaut wird. Und wir waren glücklicherweise ausverkauft und ich war mit einem Lastwagen unterwegs und wollte auf dieses Gelände wieder rauf und der Pförtner hat gesagt, hier kommen Sie nicht rein. Also mussten wir mit Mühe und Not, habe ich sie dann alle zu mir in den Laden bestellt, die noch Hunger hatten. Na gut, aber es gab noch was zu essen und er hat auch noch ein Lokal. Ja. Heini, ich erinnere mich, oder man hat es mir erzählt, ich erinnere mich natürlich nicht, man hat es mir erzählt, der Heini hat auch mal versucht, die Funkausstellung dazu benutzen, eine Gesangskarriere zu beginnen. Ich wollte, wie ich gesehen habe, weil ich ja sehr viel Filme gemacht habe, wollte ich auch mal mit Singen versuchen und es ging natürlich schief. Ich habe Vorlesungen, da haben die gesagt, weißt du was, mach lieber wieder Kololan. Sind Sie froh, wenn es vorbei ist? Sind Sie froh, wenn es vorbei ist? Der ganze ja. Nein, die kann das ganze Jahr gehen. Warum denn nicht? Dann wünsche ich euch beiden, dass es mir sich lohnt. Mir wäre wohl, dass er auch sonst immer mehr Gäste bringt. Ja, er ist ja auch bei er mir. Er soll Gäste immer zu ihm bringen. Ja, natürlich. Dann wünsche ich, dass es sich lohnt, die viele Arbeit, die ihr mit der Funkausstellung habt und bedanke mich fürs Vorbeikommen. Dankeschön für die Einladung. Ich würde gerne noch ein bisschen sitzen bleiben, denn uns fehlen noch 2 Interpreten, die ins Rennen um TED-Prozente gehen. Und jetzt wird sicherlich auch bei Ihnen zu Hause schon gewettet, wer denn wohl gewinnt. Aber 2, wie gesagt, fehlen noch.